Die moderne Medizin, meine Damen und Herren, hat sich zu einer ernsthaften Gefahr für die Volksgesundheit entwickelt. Man spricht von einer sogenannten pandemischen Iatrogenesis, deren Pestilenz pandemische Ausmaße annimmt. Iatros zu griechisch der Arzt und Genesis der Ursprung. Meine Damen und Herren, aufgrund der Erfahrungen, die ich die letzten Wochen mit meiner Trizeps-Sehnenruptur, mit meiner Avulsionsfraktur machen musste, machen durfte, denn im Endeffekt ist man ja immer schlauer, hat mich dazu bewogen, Ihnen morgen einen Dienst anzubieten, und zwar eine offene Online-Sprechstunde auf YouTube zum Thema Orthopädie und Traumatologie. Sie haben die Möglichkeit, morgen um 16 Uhr, Sonntag, 16 Uhr deutscher Zeit, mich zu all den Dingen zu fragen, die Sie in der Orthopädie und Traumatologie bewegen. Der Besuch beim Orthopäden gehört mit all den anderen frustranen Arztbesuchen zu dem mit frustransten und wenig erfolgreichsten Arztbesuchen überhaupt. Über 80% der Patienten gehen unverrichteter Dinge nach Hause oder werden nur mit Diagnostik abgefertigt, und Diagnostik ist leider nun mal keine Therapie. Das ist ähnlich wie ein Gläubiger, der im Besuch der Kirche die Erlösung sucht. Das sind aber zwei völlig verschiedene Dinge, meine Damen und Herren. Deswegen möchte ich Sie einladen, morgen um 16 Uhr deutscher Zeit können Sie mir auf YouTube, auf meinem großen Kanal, nicht auf dem Kanal der Sportler, Ihre Fragen stellen zum Thema Orthopädie, Traumatologie, Instabilität der Halswirbelsäule. Ich möchte vielleicht kurz darauf hinweisen, ich habe 25 Jahre Erfahrung in der Sportmedizin, in der Orthopädie, in der Traumatologie, und ich war der beste Prolotherapeut Deutschlands, der damalige einzige, man kann schon sagen, Vater der Prolotherapie in Deutschland, Dr. Siegmund Halter, nur einen Schüler hat, muss ich sagen. Ich habe die Proliferationstherapie sehr zum Glück für meine Entwicklung von der Pike auf lernen dürfen. Und insofern bin ich froh, wenn Sie mir hier Fragen stellen zur Instabilität der Halswirbelsäule, zu Instabilität an allen peripheren Gelenken sowie am Achsenorgan, aber auch allen anderen traumatischen Fragestellungen im Bereich der Traumatologie oder der Orthopädie, ebenso wie die chronischen Erkrankungen und die systemübergreifenden Krankheiten. Ich freue mich, Sie morgen begrüßen zu dürfen. Morgen Livestream 16 Uhr. Ist etwas kurzfristig, aber plötzlich und unerwartet. Das Leben ist heute nicht mehr planbar. Nehmen Sie sich die Zeit. Es lohnt sich bestimmt, wenn Sie Fragen haben. Alles Gute und bis morgen 16 Uhr.